Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Call of Cthulhu. Es geht weiter und wir sind gerade in der Bude vom Captain Fitzroy, der scheinbar der Anführer des Kults ist. Zumindest habe ich das Gefühl. Kann auch sein, dass Sarah das ist. So wie die sich in letzter Zeit aufgeführt hat. Und wir haben... Wieso haben wir hier so Frame Drops? Das ist echt komisch. Und wir versuchen jetzt auf jeden Fall noch Cat zu finden, die wir hier eben gehört haben, um wenigstens sie noch retten zu können. Und ich hoffe, sie lässt uns ihr helfen. Das wäre auf jeden Fall schön. Notiz von Fitzroy. Fitzroy hat alle Wege, von der Insel wegzukommen, zerstört. And all boats removed from the bay. Immediately sailing, boats, small boats, everything that floats. Okay. Ich mach sogar noch einen Reim da draus. No one can escape us now. Was ist das für ein Wort? Achso, their fates are granted as the great Lord will rise from the depths. Achso, von den Tiefen, okay. No one can escape his grasp. Soon, my brothers, we will rejoice. Glaube ich zumindest, dass ein J ist, ne? Rejoice, because the long-awaited moment is now upon us. Aha. Okay. Fitzroy ist also auf jeden Fall auch schon wahnsinnig geworden. Krass, vor allem, wir haben nur einmal mit dem gesprochen und schon eskaliert es hier so. Oh, wie sieht denn die Cat aus, Alter? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, wir können dir helfen. What are you still doing here, Detective? Oh, I need to go to the whaling station. It's locked. You'll need a key to get there. Right. Go get me a first aid kit. I might have something for you. You were chasing Fitzroy, but now you're here, injured. How do you know? There were too many. Got us. If I don't get something to stop the bleeding, I'm a goner. I'm coming back with a first aid kit. Ja, krass. I won't last long. Oh, krass. Wir können auf jeden Fall Cat heilen. Ja, wo kriegen wir denn ein First Aid Kit her? Scheiße, ey. Das gibt's ja nicht. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Nee, hier können wir gar nicht runter. Nee. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen und irgendwo einen Verbandskasten finden für sie. Die Frage ist nur, wo? Wo kriegen wir einen? Ich denke mal, bei der Walfangstation wird es keinen geben. Denn wenn wir da hingehen, geht es ja im Prinzip mit der Story auch schon direkt wieder weiter. Wo ist denn die Walfangstation überhaupt? Nicht, dass wir da aus Versehen hingehen. Das wäre auf jeden Fall nicht so gut. Walfangstation, Walfangstation. Da hinten ist wieder einer rumgelaufen. Scheiße, Mann, wo finden wir sowas denn? Vielleicht wieder in dem Polizeirevier oder was? Cat heilen. Können wir den fragen? Ne, den können wir auch nicht fragen. Ah, das ist doch scheiße. First Aid, First Aid, First Aid. Hier kommen wir aber auch nicht mehr zurück, ey. Boah. Freunde. Ist das blöd. Wo kriegen wir den Verbandskasten für die her? Wir kommen ja auch nicht da rein hier links, ne? Das ist das Blöde. Oh, warte, was hier? Was hier? Was hier? How many died because of this madness? Da könnte ich jetzt theoretisch, könnten wir da durchgehen, aber wollen wir das? Wollen wir da durch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir das Heilungszeug holen können. Aber ich hoffe, wir haben nicht zu wenig Munition irgendwann. Die geht uns nicht irgendwann aus. Das wäre echt bitter. Heilung, Heilung. Vielleicht da hinten. Boah, wieso leuchtet das denn da hinten auch schon so krass? Was sind das für Geräusche? Wen hat er denn da
so. It looks like St. Brendan's critics finally got him. Oh yeah. Probably the cult's work. Yes, that's then. Is that you, detective? Can't leave the damn island, huh? Ach, das ist der Barbesitzer. I must go to the whaling station. I'll help you get there if you bring me something to fix this wound. I'm coming back with a first aid kit. I'll make it quick. I'm dying. Oh Mann, ich verstehe. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, verschiedene Leute zu heilen, wenn ich das richtig verstehe. Oje, oje. Und wir müssen dann entscheiden, wen. It looks like St. Brendan's critics finally got him. Probably the cult's work. Aber wo finden wir denn jetzt hier einen Verbandskasten für den Mann? Penner, verpiss dich. Penner. Diese Zombies hier. Hier ist kein Verbandskasten, oder? Nee. Wo kriegen wir denn einen her? Mann, das ist doch blöd. Ich möchte einen Verbandskasten haben. Sorry. Ich weiß nicht, ob wir da lang gehen wollen. Das ist doch bestimmt die Walfangstation irgendwo. Wir wollen aber einen Verbandskasten, verdammt nochmal. Das ist blöd, dass wir nicht genau wissen, wo was ist. Oder liegt es daran, dass wir nicht richtig zugehört haben? Oder ich zumindest nicht richtig zugehört habe? Ich weiß es nicht. Ja, wozu kann man denn zum Beispiel auch hier durch? Wir konnten hier durchkriechen, aber warum? Dann gibt es ja nur quasi diesen einen Weg, ne? Also Leute, ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn wir dieses First Aid Kit nicht finden, dann... Ey, ich will wissen, wo es das gibt. Ich will auf jeden Fall mindestens eine Person heilen, sonst ist das hier blöd. Kann man das Spiel auch woanders speichern? Nee, komm, das geht ja gar nicht, ne? Ist abgeschlossen. Ah, okay. Das heißt, wir kommen zu dieser Walfangstation auch nur, wenn wir einen der beiden retten. Ja, aber wo ist denn dann dieses blöde First Aid Kit, Mann? Das verstehe ich nicht. Wo finden wir das denn? Das liegt ja nicht einfach in irgendeinem Eimer hier rum, oder? Also, kann ich mir nicht vorstellen. Wir können ja jetzt auch nicht einfach so mal eben zu so einer Dingens spazieren. Zu so einer, zum Riverside-Institut. Hier scheint ja auch nichts zu sein, ne? Ich raff's nicht. Das ist jetzt so eine Folge, wo man einfach nur die ganze Zeit rumläuft und irgendwas sucht, ey. Da können wir gar nicht runter. Der Wal ist aber auch weg, ne? Ist mir jetzt aufgefallen. Nee, das ist ja nicht der Ort, wo wir hin wollten, oder? Hier waren wir doch schon überall tausendmal. Nee, das gibt's doch nicht. Wo müssen wir denn hin? Hier ist ja auch nix. Ich sehe hier kein First Aid Kit. Hier unten in der Höhle. Beziehungsweise ist ja keine richtige Höhle. Aber. Ne? Am Auto vielleicht irgendwo? Dass es so im Auto drin liegt und man kann es dann da rausholen? Auch nicht? Komisch. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo man hier ein First Aid Kit herholt. Und warum ist das hier die ganze Zeit so am Lecken? Hier, hilf uns mal. Sag uns mal, wo es hier ein First Aid Kit gibt, Mann. Was ist denn los mit dir? Hier nicht. Das Lampenöl will ich halt eigentlich auch nicht verschwenden. Da kommt man überall nicht weiter. Boah, wieso ist das Spiel so am Laggen? Ich verstehe das gar nicht. Es lief die ganze Zeit voll flüssig und jetzt eskaliert es hier voll. Hier drin vielleicht? Nee. Also wenn wir das nicht bald finden, dann würde ich das gerne googeln, ey. Bevor wir jetzt hier eine halbe Stunde rumsuchen, wie so Bekloppte. Ich raff's nicht. Jetzt aber mal ganz ehrlich,
Das sind doch die einzigen Orte, wo wir jetzt hier hin können. Wo soll das sein, das Ding zum Heilen? Das kann ja im Prinzip dann nur bei Fitzroy drin sein oder hier beim gestrandeten Wal. What happened here? Hier kommen wir nicht rein. Das ist irgendwie... Irgendwie ist das blöd. Wir können das ja auch nicht aufschießen. Hier auch nicht, ne? What happened here? Nee. Ich raff's nicht. Es wird doch nichts angezeigt, dass wir irgendwas finden können oder so. Hier ist auch wieder alles am Lecken. Tote Ratte, Toilette, nichts sonst. Ach Leute, Leute, Leute. Hier ging es wieder die Treppe hoch zu ihr. Das Ding haben wir gefunden. Was stand denn in der Notiz drin? Hilft uns die Notiz vielleicht weiter? Das kann ja auch sein. Da steht ja im Prinzip nur, dass er alle Wege zerstören wollte, um von der Insel wegzukommen. Alle Boote und so weiter. Aber das hat ja nichts mit dem First Aid zu tun, irgendwie. Verstand löst sich auch komplett auf. Ey, Leute, ich hab keinen Plan, ne? Ich hab wirklich keine Ahnung. Dass hier draußen nichts liegt, ist ja auch verständlich. Das würde mich auch sehr schwer wundern, ey. Aber das Gelecke geht mir auch voll auf die Nerven. Warum jetzt in diesem Level? Verstehe ich nicht. Freunde, wir machen hier eine kleine Pause und ich schaue das mal eben nach und dann schneide ich das zusammen und dann geht's gleich weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Alles klar, da sind wir auch schon wieder. Es ist eigentlich einfacher als gedacht, aber aus irgendeinem Grund haben wir es nicht gesehen. Habe ich es nicht gesehen. Aber es ist auch ziemlich tricky, muss ich ehrlich sagen. Weil das Ding ist, es gab doch diese Stelle, ich glaube hier war das, wo diese zwei Besoffenen so ein Blech bewacht haben. Ich glaube zumindest, dass es hier war. Genau, und hier müssen wir jetzt das Blech zur Seite schieben und dann kommen wir an dieses Verbandsding dran. Das ist, also, keine Ahnung. Wenn wir hier so vorbeigelaufen sind, da denkt aber auch keiner nach, dass man dann genau da durch kann irgendwie. Also ich zumindest nicht, keine Ahnung. Aber gut, dann werden wir das jetzt machen und versuchen mal zum Lagerhaus zu kommen. Die Frage ist halt jetzt auch wieder, welchen Weg gehen wir, ne? Das ist irgendwie... Hey you! Come over here! They got the boss. Nasty wound. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins warehouse. Aha. But there's one of those poor bastards in it. Too dangerous. I'll see what I can do. Das Lagerhaus müsste hier das sein, ne? Ja. Wie soll man den denn dann umgehen können? Wenn er da direkt schon steht, ey, krass. Kann man hier sonst noch irgendwas finden? Boah, sieht immer noch so düster aus wie sonst. Krass. Das ist es, ne? Jawohl, Emergency Case. Excellent. Dieser Verbandskasten wird sich als nützlich erweisen. Diese besessenen, verrückten rotten ganz Darkwater aus. Aber ich will lebend von hier verschwinden. One first aid kit. Two wounded people. Who deserves it? Ja, die Entscheidung wird uns auf jeden Fall nicht schwerfallen. Also, eigentlich, doch theoretisch könnte sie einem schwerfallen, aber ich bin immer so ein bisschen der Ansicht, man merkt so ein bisschen, dass Cat eigentlich auch in ihr eine gute Seele steckt. Wie, der ist schon tot. Hope his boss will have more luck. Oh Mann, ey. Und, Cat ist außerdem jünger. Die hat noch mehr Lebensjahre vor sich als der Barbesitzer. Was ist eigentlich, wenn wir hier lang gehen? Da war nichts. Hätte man den hier jetzt umgehen können, oder was? Ich
sehe gar nichts. Kommt man hier weiter? Nee, ne? Nee. Kommt man denn hier weiter? Auch nicht. Okay, ja, dann hätte man ja gar nicht hier langlaufen müssen. Okay, okay, okay. Achso, hier war das mit dem Tor. Jetzt steht da einer, passt auf. Jumpscare. Nee, doch nicht? Oh. Shit. They're going to the whaling station. I'd better hide and wait until they're gone. Oh oh. Jetzt müssen wir auch noch schleichen, Freunde. Eieiei. Ja, der darf uns da doch eigentlich gar nicht sehen können. Was ist denn los mit dem? Wenn wir hier hinter versteckt sind. Oder können wir den jetzt einfach erschießen? Ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee ist, hier hochzugehen, weil ich nicht weiß, ob wir da wieder runterkommen, aber ich glaube schon. Aber wir werden auf jeden Fall Cat retten, finde ich. Die hat es auf jeden Fall verdient. Sie hat uns ja auch davor bewahrt, dass wir uns in den Finger stechen. Eigentlich Roy auch, aber ich weiß nicht, ach, jetzt weiß ich auch, warum man hier langschleichen kann. Für gleich hätte man das gebrauchen können, okay. Interessantes Level-Design auf jeden Fall. Da steht einer, Alter. What the fuck? Einfach langsam weitergehen, Freunde. Einfach langsam weitergehen. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, irgendwie... Die Cat tut mir übelst leid. Die hat ja auch gar keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht, ey. Go get me a first aid kit. I might have something for you. Here, take it. Right. The entrance to the whaling station is behind the Hawkins warehouse. Ja, wunderbar. Aber schade, ich habe eigentlich jetzt gehofft, die sagt uns mehr, dass sie sich irgendwie entschuldigen würde oder so, dass sie immer so böse war. Hm. Das finde ich jetzt irgendwie schade, ja? Wenn dann der Schmuggler nutzen. Hinter dem Haus der Hawkins, oder was hat sie jetzt gesagt? Oh, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Haben wir das als Notiz irgendwo? Cat gab mir diesen Schlüssel. Er öffnet ein Tor zu einem versteckten Durchgang im Revier der Schmuggler. Von dort aus sollte ich die Walfangstation erreichen können. Ach so, genau, ja, ich erinnere mich. Das ist diese Tür, wo der Polizist gegengelehnt war. Gucken den einfach nicht an, den Kollegen. Wenn wir den nicht angucken, guckt er uns auch nicht an. Hoffe ich zumindest. Aber hier hinten war noch irgendwo einer, wenn ich mich richtig erinnere. Dass er uns sieht oder dreht. Na, scheiße. Jetzt dreht er sich natürlich auch genau dann wieder um, ne? Moment, aber die hat doch gesagt, beim Schmugglerversteck, ne? Das heißt, wir müssen auch durch das Schmugglerversteck wieder rein, glaube ich. Da vorne. Und dann die Tür benutzen und nicht da hinten. Ich glaube schon. Wir versuchen das jetzt gleich mal. Ich warte noch einmal, bis der Kollege hier gleich wieder weggeht. Wir können uns hier gar nicht verstecken, das ist ja so kacke. Okay. Denn jetzt müssen wir, glaube ich, auch hier geradeaus.
Wo kommt der denn jetzt her? Fuck. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße, der kommt. Okay, scheiß drauf. Trau mit dir, Mann. Fuck mich ab. Jetzt können wir hier durch, oder? Ja. Genau, das war nämlich die Tür zur Walfangstation. Welche Gegenstände können wir hier nicht finden? Eieieiei. Eigentlich müssen die Schüsse doch alle hören, oder? Achso, springen, ja. Da hinten hat das wohl jemand gehört. Natürlich abgeschlossen. Ach Mann! Damn it! Keine Muni mehr. Uiuiui, das kann jetzt schwierig werden. Hihihi. Uiuiui. Lass mal gucken, was hier so abgeht. Naja, da läuft auch schon wieder einer. Ich würde gerne mal hier reingehen. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Wow. Wow, habe ich mich erschrocken. Ach du Scheiße. Oh, der steht wieder auf. Oh, der steht wieder auf. Oh nee, Alter. Der geht in eine andere Richtung. Oh. Scheiße, ey. Scheiße. Wir haben keine Muni mehr, Freunde. Das ist so kacke. Wir müssen mal schauen, wo der gleich wieder hingeht. Bewegt er sich auch mal? Das finde ich aber auch voll komisch. Wir haben Stärke fast auf Maximum. Eigentlich müssten wir die alle kaputt schlagen können mit dem Detektivkollegen hier, den wir hier spielen. Wenn er sich nicht bewegt, bewegen wir uns. Ist mir jetzt auch egal. Ich bin immer so ein bisschen übervorsichtig. Ich guck lieber immer mal so. Wer stellt einfach so Kerzen auf eine Treppe, Alter? Dein Ernst? Der Kult, ne? Der Kult, der macht das alles hier wieder. Was? Alles irgendwie dieses Wetterleuchten auch schon, ne? Aber krass, dass das so laggt. Warum? Verstehe ich gar nicht. Kann eigentlich nicht sein. Aber gut, Eingabe. Oh. Kapitel 13. Verlassene Walfangstation. Pierce durchquerte die Docks, wo bekannte und neue Gesichter gleichermaßen ihr Ende fanden. Überall streiften die Sklaven des Leviathans auf der Suche nach einem Opfer umher. Nachdem Pierce sich seinen Weg gebahnt und die Wahrheit über den Ursprung des Kults, dessen Gründer erfahren hatte, erreichte er endlich die Walfangstation. Er hofft, auf Sarah Hawkins zu treffen, bevor sie eine gravierende Entscheidung trifft. Ja stimmt, die Gründer waren ja im Prinzip Charles Hawkins, beziehungsweise Sarah Hawkins, Fitzroy und Fuller, ne? Cat hatte die ganze Zeit keine Ahnung und hat immer gedacht, die hätte hier das Sagen. Krass. Krass, krass, krass. Ja, und ich würde sagen,
An der Stelle können wir eigentlich auch mal eine Pause machen, oder? Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht, Freunde. Bis dann, haut rein. Oder auch noch nicht. Wir schauen uns noch die Sequenz an. Ich habe voll vergessen, dass wenn ich die Aufnahme pausieren will, dass dann auf einmal so die Sequenz losgeht. Wir schauen uns das gerade noch an. Hither thou shall be free. Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Keine Frame Drops mehr aktuell. Sehr schön. Können wir nicht runter. Aber jetzt gefällt mir das auch wieder. Jetzt ist es ganz entspannt hier. Was ist das denn? This tank seems strong enough to break down the door. Ach so. Die wurde verbarrikadiert, okay. Und da ist so eine Art Haken dafür, oder was? Ah, Tatsache, okay. I understand. Nun gut. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause. Und wenn wir das getan haben, dann werden wir versuchen, in der nächsten Folge diese Tür zu durchbrechen und Sarah Hawkins zu befreien, beziehungsweise erstmal zu finden und diesen ganzen Albtraum zu beenden. Bleibt dran, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.